Video und so. Bisher bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Der Creature ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Also grundsätzlich, Chris sagt, wir finden Jill. Wir finden Jill, ja. Gut. Wissen wir das jetzt auch. Also YouTube, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, im Hintergrund die Störgeräusche, die zu hören sind, wie auf dem Konzert, das ist Chris. Hallo, ich bin mal wieder dabei. Gut. Jill, sieh mal, das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom, aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren, aber das wird nicht einfach. Okay, Maschinenraum reaktivieren. Verstanden. So, wieder schöne Nachrichten. Wer lesen will, kann gerne auf Pause drücken. So, jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Beim letzten großen Bosskampf und so weiter, da habe ich ja noch alles mögliche so hingebastelt, dass ich den letzten großen Boss erledigen konnte. Raymond! Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom. Eisenankerschlüssel. Ja, sehr gut. Er schleppt die ganze Zeit Schlüssel mit uns rum. Kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Ich erreiche meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt. Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Nein, habe ich nicht. So. Raymond ist irgendwie ein Arsch, finde ich. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Kielraum auch so. Okay. Das war. Hier ist Cafeteria. Komme ich in die Cafeteria schon ran? Tatsächlich. Will ich in die Cafeteria? Ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal auf die Map. Genau, bei den Mannschaftsquartieren war auch noch ein Ankerraum. Da will ich erstmal hin. Kann ich mir da einen Punkt setzen? Nein, kann ich nicht. Promenade. Nein. Ach Mann. Erstmal wieder klarkommen, wo alles war. Man vergisst das ja so leicht, ne? Aber die Grafik hat sich schon echt extrem geändert.
Was soll sich da geändert haben? Verbessert. Das Spiel ist von 2013. Ja. Dann ist sie natürlich sehr gut. Wenn die Maus so einen kleinen Tickchen bewegt, dann hat die auch einen epileptischen Anfall. Die Frau. Hm. Das gefällt uns natürlich. Natürlich. Was sonst? So, da war glaube ich noch Munition. Was ich mittlerweile mähen kann. Ja, schön. Da komme ich auch wieder rein. Muni, Muni, Muni. Muni, Muni, Muni. Magnum-Munition, nee, ist klar. Scheiß uns nichts. Doch, irgendwas muss hier noch sein, da. Ah, Spezialzubehör. Ich mag Spezialzubehör. Halt, muss wieder Map gucken, weil da unten war... Genau, da war auch ein Anker. Und ich meinte jetzt nicht unser Anker. Nee. Ach nee, das war kein Ankerschlüssel, das war Kartenlesegerät. Oh, die Dinger habe ich noch gar nicht gemerkt. Sind die neu? Hoppala. Ich sollte vielleicht nicht auf die Dinger schießen. Ich schieß mal lieber nicht da drauf. Nee. Ich glaube, irgendwo war noch ein Ankerraum hier. Aber da muss ich, glaube ich, mit dem Fahrstuhl fahren erstmal noch. Das heißt, das hast du alles schon mal gespielt? Nein, ich erinnere mich nur aus vorhin quasi, also vom letzten Mal spielen, da rumlaufen, dass da irgendwo noch ein Raum war, der mit dem Anker verschlossen war. Alles klar. Ich hoffe es jedenfalls, dass es so war. Bam, badam, bam, bam. Wahrscheinlich wäre ich da jetzt auch schneller hingekommen, wenn ich noch den richtigen Weg gelaufen wäre, aber... So, dieser? Ach, das war der gleiche Raum. Scheiße. Wo war denn... Mannschaftsquartiere war das. Entschuldigung. Hui. Das war erfrischend. Ja. So, Mannschaftsquartiere. Ich bin gerade völlig falsch, habe ich das Gefühl. In die Mannschaftsquartiere komme ich nur durch das Casino. Okay, das war also völlig Bumpe, wie ich gerade gelaufen bin, die ganze Zeit. Yay, verschwendete Zeit. Warum machst du denn sowas? Ja, ist ein Hobby. Ach so. Die geschickte Kaschierung von Ladebildschirmen durch eine drehende Ankertür. Also, durchs... Casino, durch die Cafeteria, durch Casino, durch, verdammt, schon wieder durcheinander jetzt gerade, Cafeteria da, will aber nicht Cafeteria, sondern
Genau, Casino will ich. Das ein weiter runter. Alter, ich habe ja eine Spezialzubehör gefunden. Das sollte man natürlich nochmal einbauen. Nahkämpfer. Okay. Ich habe einen Nahkämpfer gefunden. Okay, welche könnte man dann nochmal für den Nahkampf benutzen? Die nochmal mit. Packe ich da den Nahkampf rein. Nahtreffer. Okay, Förderstark in die Ferne und zum Ziel. Und auf 4 Meter fällt. Das ist eigentlich eher was für die Schrottflinte, ne? Steht noch eine neue Waffe. Moment, habe ich was übersehen? Achso, ja, die hatte ich ja freigeschaltet letztes Mal. Ich erinnere mich. Schwach. War aber alles schwächer als das, was ich schon habe. Schade, dass man die da nichts verwerten kann und dann kriegt man einfach neue Teile. Das wäre noch toll. Sieht auch toll aus. Weißt du, wie man jetzt schon weiß, dass wenn man hier nachher den Strom anschaltet, dass dann alles durchdreht nachher hier. Ja, und was brauchst du dazu alles? Ja, ich weiß nicht, ich muss den Strom anschalten. Was ich dazu brauche, weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal hin, da, wo ich den Strom anschalten könnte. Ah. Noch weiß ich das also nicht. Aber ich vermute mal, dass hier nachher, wenn der Strom hier im Casino wieder an ist, dass dann so viel Zeug hier rumkreucht und fleucht an Monstern und Gedöns. Dass wir nicht spielen können. Doch, dass man aber halt eine Menge zu tun hat. Mhm. Und kann ich die Fische vorher töten? Weil die werden bestimmt noch infiziert. Nein, kann ich nicht. Toll. Okay, ich muss also hier meine Münze platzieren, damit die Tür aufgeht. Und hier kann ich den Strom anschalten. Mit dem Schalter kann ich den Strom wieder anstellen. Ja, bitte drücke den Schalter. Da ist jetzt eine Münze rausgefallen. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Monster hier gleich wieder auftauchen. Das ist ein Luxusschiff. Da gibt es sogar Casinos. Warum ist es für Bronze? Sondern nach diesem vorgeht, ist es einfach, muss ein Casino-Mädchen vor die Tür genommen, um Münze versorgen. Ah, okay. Das ist das, was wir eben schon rausgefunden haben. Taste drücken? Ja. Verdammt! Mist! Es ist infiziert! Pass auf! Sag ich ja. Jetzt. Plötzlich. Die waren auf dem Video. Ein Geschenk von unserem Freund mit der Gasmaske? Tja, vielen Dank auch. Ich hab's ja schon geahnt, ne? Ja. Oh, wie viele sind denn das? Das waren doch nur 4 Stück da drinne. Endlich ist es etwas ruhiger. Ach so, der hat. Da, ich sehe da was. Der hat die Münze gefressen und man musste sie besiegen. Okay. Ah, kriege ich damit mehr Münzen? Sowas hätte ich gern zu Hause.
Okay. Ich mach das einfach nochmal. Bin so eingeworfen. Da muss man bestimmt 1000 Mal machen und dann kriegt man plötzlich was Tolles. Ne, es ist immer das Gleiche, das ist auch schön. Ach, jetzt. Siehst du? Ah. Und was gibt? Ein Haufen Münzen gekommen. Okay. Jetzt habe ich einen Haufen Münzen. Dann musst du erstmal auf die Idee kommen, dass man das mehrmals macht. Ja, das ist. Das ist meistens irgendwie so, wenn das erste Mal nicht funktioniert, du machst noch 3000 Mal und plötzlich geht's. Ja, hast recht. Schon genug gespielt. Okay, also man darf nicht mehr spielen jetzt. Ich habe ja auch einen Haufen Münzen. Wie viel verraten wir nicht, weil... Ist ja auch egal. Ach so, man muss... Ach, okay. Jetzt muss ich eine bestimmte Grammzahl erreichen, auf Gottes Willen. Deswegen musste ich auch mehr, musste ich spielen. Mit einer Münze wäre ich nicht weit gekommen. Ja, 107. So, 107, achso, Entschuldigung, ich habe nicht auf die Zahl geachtet. Hey. Ja, ich habe aber aufgepasst. Das ist schön, 107. also. Wie viel wiegt man? 107, aha. Okay, die wiegen am meisten. Natürlich. Okay, müssen wir erstmal gucken, wie viel wiegt denn jede einzelne? Also, eine Goldmünze wiegt 17. Eine silberne wiegt 9. Und eine bronzene 7. So, 107. Ja, mal der Leistungskurs, ne? Ja. Oh, VIP-Lounge hier. Hier kommen nur die ganz Harten hin. Das wäre mir ja schon wieder zu hoch gewesen. Eine hingekritzelte Notiz. Da weiß ich, du musst ja losschlafen, mal aufwachen, Chance. Gänsehaut am ganzen Körper, jawohl. Hässliche Körper. Organe, Schreie, Echos, ja, natürlich. Meine Wänden sind ihre Eier. Okay. Ich glaube, dass hier. Alles klar. Also die komischen Knubbelviecher an der Wand sind Eier. Und ich habe immer noch kein Gewehr. Warum habe ich eigentlich immer noch kein Gewehr? Warum springst du da runter? Das ist eine Leiter.